Hallo und willkommen zurück zu ETS 2 und wir sind ja in England, wir haben von Amsterdam nach Grimsby 23 Tonnen Milch gefahren und jetzt ratet mal, wir fahren von Grimsby nach Birmingham 23 Tonnen Milch, ist das nicht cool? Und ich habe übrigens auch die Jenny wieder als Beifahrerin dabei. Hello friends. Genau. Let's do this. Ja genau, frei wie der Wind. Ja, wir müssen das nämlich erstmal abholen, den Tank. Ja. Yeah. Los. Und los geht's. Es ist dunkel. Ich stumm im Dunkel. So, über was munkle, ja. Über was reden wir denn heute? Ich finde ja die kleinen hier, die Minion zu klein. Die sieht man gar nicht im Dunkeln. Nee. Ich bin aber jetzt eigentlich erstmal gespannt, wie es ist, in England zu fahren. Ich bin noch nie in England gefahren. Also auch so nicht. Also im Real Life. Bin gespannt, wie es jetzt wird. Ich glaube, es ist erstmal ein bisschen seltsam. Also wäre es für mich auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal. So, der Auflieger steht bereit. Ich habe übrigens, hier sehe ich ja gerade, muss ich ja. Ach, guck mal, wir sind schon da. Ah, wir fahren so einen Milchtank. Ja. Okay. FedEx Milchtank. Ja. FedEx liefert alles. Ja, wir liefern auch Milch. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ja genau, wie ihr seht vielleicht, wenn wir jetzt gleich dann losfahren. Ich habe den Spiegel ausgeschaltet, den rechten. Oh ja, und das Navi. Und das Navi, weil ich habe ja ein Navi in meinem neuen Supertruck. Mhm. Ja, der andere hat ja gar keinen Navi, glaube ich, so viel ich weiß. Soweit ich mich erinnere, der MAN. Guck mal, Vollmond. Ja, ist eigentlich immer Vollmond hier. Ich habe hier noch nie einen anderen. Das ist halt England. Nee, nicht. Auch, oh. Oh Gott, okay, guck, genau das meine ich. Und jetzt? Und jetzt? Ja, jetzt muss ich halt an dem vorbeifahren, weil ich muss sowieso da rechts lang. Der ist zwar rot. Ja. Warum auch immer. Weil du über rot gefahren bist wahrscheinlich. Nein, wahrscheinlich, ich stand schon irgendwie. Ach du meine Güte. So, ich muss auf die linke Seite. Echt seltsam jetzt. Ja. Okay. Das war nämlich, Kreuzung, schon seltsam. Ich bin nämlich angekommen, da ging's eigentlich. Weil da bin ich einfach den anderen Autos gefolgt, bis zur Lagerstätte. Aber jetzt, wenn man denn so überhaupt gar keine Autos hat und dann nicht weiß, okay, dann fährt man halt automatisch erstmal auf die rechte Seite. Ja, vor allem auch bei der Kreuzung oder so, man muss ja ganz anders ausscheren und gucken, wie man das macht. Also auch muss man im Kreisverkehr dann auch nach links reinfahren? Also wenn ich habe hier noch nie einen Ich Fall weiß, gehabt. Aber jetzt generell ja, oder? Also würde das ja sonst keinen Sinn machen wahrscheinlich. Ja, okay, krass. Das weiß ich nicht. Ich habe hier noch keinen Kreisverkehr gesehen bisher, ja. Glaube ich. Oder ich weiß es gar nicht. Ja, wie gesagt, ich bin ja bisher immer nur in den Autos gefolgt. Hab mir da keine Gedanken groß gemacht drüber. Mhm. Ja, also wir fahren jetzt hier in der stockdunklen Nacht, obwohl der Mond so wahnsinnig hell scheint, nach Birmingham. Wahrscheinlich ist im Spiel deswegen immer Vollmond, damit man besser sehen kann. Nee, wir haben ja Licht. Wenn ich das Licht ausschalten würde, würde ich auch nichts mehr sehen. Oh, oh. Ja. Man kriegt so voll. Oh mein Gott, und zwar sogar noch Polizei. Ja, okay, alles richtig gemacht, gut. Und ja, was ich hier in England eben so lustig finde, wir sind jetzt eigentlich auf einer Landstraße unterwegs und wie man da unten sieht, auf dem Navi darf ich hier 80 fahren. Ja. Das ist extrem schnell für einen LKW. Also auf einer Landstraße eigentlich, also halt hier in dem Spiel, weil sonst darf ich immer nur 50 oder 60 fahren in Deutschland. Sowieso witzig, weil in Deutschland ist das einzige Land, wo ich auf der Autobahn bloß 80 fahren darf. Okay. In allen anderen Ländern darf ich 95 fahren als LKW. Sehr seltsam. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Also das hier scheint mir auf jeden Fall nicht realistisch, dass ich hier so schnell fahren darf und auch in den Städten darf ich schneller fahren, obwohl die Schilder was anderes anzeigen. Und die haben ja kein imperiales System. Also die vielleicht seit dem Brexit ein bisschen anders. Ja. Egal. Nein. Mach nicht alles anders, weil jetzt Brexit ist. Wenn das irgendwann mal durch ist mit ihrem Brexit, das dauert ja wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Ich finde die Frisur von Johnson ja super. Ja, unglaublich. So Trump 2. Ja, aber wild. Ja. Weil Trump hat ja so eine Matte und Johnson hat ja der einfach... Der hat so ein Vogelnest. Ja, der sieht einfach so aus, wie er gerade aus dem Bett gestiegen wäre. Ja.
So, ich bin da, ich bin hier der Premierminister, alles cool, alles klar, was geht, jojo, ich gehe wieder ins Bett. Good night. Also total lustig eigentlich, finde ich das. Also wenn man jetzt nur die Person so an sich so betrachtet. Ja, das ist ja so, wie wenn jetzt bei Merkel jemand sagen würde, okay, die Mundwinkel sind schon tief. Ja. Ja, oder der Spahn mit seiner... Ernie und Bert. Ja, der erinnert mich immer auch an Man in Black. Ich kann ja nichts dafür. Irgendwann hat man so Bilder im Kopf. Ja, das stimmt. Also es ist ja nichts gegen die Leute, keine Ahnung. Ich kenne die ja auch nicht privat. Von dem her kann ich nicht sagen, ob die cool sind oder nicht. Man kennt die ja bloß von Auftritten. Aber jetzt auch der Johnson. Der Trump zum Beispiel, gut, den nennt man nur den Orangenen. Ich lasse mir von Orange nichts sagen. Ja. Der, das war, glaube ich, bei Black Lives Matter, bei so einer Demo, dass sie gesagt haben, von so einem orangenen Mann muss ich mir nichts sagen lassen. Ist ja schlimmer wie weiß. Sehr seltsam. Alles. Eat carrots, it's great. Great, great. Ja. Also so ist es schon manchmal witzig. Das ist, ja. Manchmal ist es ja auch so, dass man denkt, jemand sieht aus wie... Alexander oder so. Nachher heißt er aber Hubert. Okay. Also jetzt oder so als Beispiel. Aber man bekommt den Namen nicht mehr raus. Für einen selber ist das dann immer Alexander. Schon mal, also sowas passiert mir auch voll oft, dass ich den Leuten Namen gebe, der aber gar nichts mit denen zu tun hat. Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen, dass man einfach Bilder im Kopf hat, auch von der Jugend oder von der Schule, dass der Fritz immer der Gemeine war und dann ist das halt der Fritz das ganze Leben lang der Gemeine. Ja, deswegen nennt man ja auch seine Kinder dann nicht so oder so oder so, weil man da immer eine Assoziation dazu hat und das will man ja irgendwie. Oh, das ist super, wenn sich dann die Eltern unterhalten, wie das Kind heißen soll. Ja, das war ja, bei allen so. Ja, bei allen so. Es gibt eigentlich kein Paar, das sich sofort einig ist, sondern... Vielleicht schon. Also vielleicht gibt es Paare, die sich einig sind. Also ich kenne kein Paar, das sich einig war. Also ich habe es halt immer so gemacht, ich habe mir immer 3, 4, 5 Namensbücher, also alle Namensbücher geholt, die es gab. Und dann bin ich die komplett durch... Früher wurden übrigens noch Bücher gelesen, heute macht man das im Internet. Ja, aber ich weiß nicht, du kannst halt googeln, Name mit L, Name mit M oder so. Aber ich finde halt... Loser. Ja. Laudatio. Und dann habe ich mir halt immer alle Namen rausgeschrieben, die ich cool fand. Und dann habe ich die präsentiert und meistens waren der Großteil der Namen so, was? What? Nein. Oh, Unfall, ich muss schon wieder ein bisschen aufpassen okay. hier. Okay, oh wei. Ja, und ist aber sehr toll abgesperrt hier. Ist gar nicht abgesperrt. Doch, da war schon ein Warndreieck. Ja genau, das reicht ja eigentlich. Da sollte ich auch schon aufpassen. Ja, meistens ist denn der Mann derjenige, der dann sagt, so kannst du das Kind nicht nennen, das wird in der Schule gemobbt, weil dem Mann immer blöde Sachen mit dem Namen vor allem einfallen. Also das ist immer die erste Sache, so immer eine blöde Assoziation zum Namen, dass man dann sagt, so kannst du das Kind nicht nennen, sonst wird das Kind hier dauernd mit schrecklichen Wörtern belegt. Meinst. Aber da gibt es ja bestimmt genug Beispiele. Auch, es reimt sich ja auch immer irgendwas auf irgendeinen Namen. Ja, aber nicht alle. Also obwohl nicht so richtig. Mit meinem Namen habe ich relativ viel Glück. Danny Penny und das war es dann eigentlich auch schon. Ja, und außerdem hat Penny jetzt ja einen guten Stand seit Big Bang Theory. Ja, toll. Wird halt immer als die... Team Sheldon. Die sexy Kanone von nebenan sozusagen belegt. Das ist das 1:1 ich? Also. Ja, definitiv kann ich nur bestätigen. Dankeschön. Bitteschön. Nachdem ich ja letztes Mal, wo wir gesprochen haben, so niedergemacht wurde, ja, hier so von wegen, ich dachte, da sitzt der Schönling drin. Und ich gesagt habe, das bin doch ich. Nein. Ich bin da ja nicht so. Ich bin ja nicht nachtragend. Ich werde ja auch öfter mal fertig gemacht, so ist es ja nicht. Eben. So, was ist denn das da? Das ist irgendwas Dunkles. Das ist ein Turm. Das sieht so. Ja, ich weiß nicht, was in England so rumsteht. Aber in England, gibt es ja wahnsinnig viele Burgen und so. Ja, tatsächlich auch in Schottland und so. Ich würde so gerne mal da hinfahren. Ich würde mir voll gerne mal Stonehenge angucken.
also die Basics, in so ein, Spukschloss. Und ich und halt in Irland dann so ein richtig uriges Irish Pub reinsitzen und ja, ich stelle mir das alles ganz toll vor. Sind alle Irish Pubs urig. Aber die machen relativ früh zu. Okay, wann machen die zu? Ich glaube, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube um 22 Uhr ist das schon Sperrstunde. Oh, echt? Also da werden die Läden zugemacht. Ja, bis dahin schaffen wir es schon. Also wer denn drin bleibt, ist drin sozusagen, glaube ich. Aber wer drin bleibt, ist drin, kommt bis morgens nicht mehr raus. Ja, wahrscheinlich. Ja, also ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber ich habe es mal gehört, aber ich kann es nicht sagen. Du warst auch noch nie da, ja? Nee, leider nicht. Also Irland wird mich, Schottland geil und England auch, ist ja alles eine geile Insel eigentlich. Also wenn ihr uns unterstützen wollt bei unseren Reisen, dürft ihr uns gerne was spenden. Wir machen dann, wir stellen es auf YouTube, wir machen einen Roadtrip und wir machen auch schöne Fotos. Ja. Bin ja nebenher noch Hobbyfotograf, genau. Profifotograf. Wann ist man Hobbyfotograf? Wann? Oh. Das war knapp. Also ja, so knapp wird es in Real Life. Ich fahre so schnell. Ich denke halt, ich muss es ausnutzen, wenn ich schon mal so schnell fahren darf. Ja. Aber das ist halt mit dem LKW dann echt so eine Sache. Ne? Die Petze, gell? Der Car ist halt nicht so in Kurve gegangen. Ist das für eine Tankstelle? Also eine Sonne drauf. Das weiß ich nicht. Nämlich, wie gesagt, in England suboptimal aus. Ja, ja genau. Und also ich würde eigentlich gerne die Highlands einfach sehen. Und, oh ja. Und dann so einmal auf dem Berg stehen und sagen, es kann nur einen geben. Ja, oder einen auf Braveheart machen. Ich würde gerne ausprobieren, ob ich im Stonehenge das Portal finde, das bei Outlander. Und alle die Aluhüte anziehen jetzt. Und dann reise ich durch die Dimensionen. Das wäre mega. Ja, das wäre cool. Ja, aber das ist eigentlich Quatsch. Ja und? Wir reden hier nur Quatsch. Ja, ja. Aber mein Quatsch ist ja viel toller wie dein Quatsch. Nein. Außerdem ist mein Quatsch realitätsnah. Es kann nur eingeben, war sehr realitätsnah. Warum? Das war überhaupt nicht realitätsnah. Ach, nicht? Nein. Na gut. Birmingham. Birmingham oder Birmingham? Nee, es burnt ja nicht. Es ist Birmingham. Wenn es burn würde, wäre es nicht mehr da. Ja, genau. Boah. Das ist doch so lustig, du mit deinen englischen Namen, ja. Aber in Amerika ist es schlimmer. Massachusetts. Ja, also in Amerika hat ja teilweise, also da denke ich echt, wer, das ist so lustig. Wer denkt sich solche Namen aus? Und warum? Können Sie sich nicht normale Namen ausdenken? Nee. Ich meine, Amerikaner sind ja jetzt auch nicht gerade die mega Fremdsprache. Das ist ja. Komm mal bitte aus der Ansicht, ich finde das furchtbar. Nein, ich finde das furchtbar. Guck mal! Oh. Ich wackel halt ein bisschen rum. Kannst du mal bitte wieder so fahren, dass du auch siehst, wie du fährst? Ich sehe doch, wie ich fahre. Machst du doch mit Absicht jetzt. Ja, natürlich. Hier. Ich will ja gucken, ob das klappt. Was war ich? Ja, jetzt ist es egal, auf welcher Seite du fährst gerade. Nee, jetzt nicht, ich fahre auf der Autobahn. Ja, schon. Aber jetzt, es gibt einem ja wieder das Gefühl, so normal zu fahren. Ja, so ein bisschen, nur dass die Straße auf der falschen Seite ist. Ich muss ja aber schon wieder runter. Immer geradeaus. Es geht echt schnell. Ja. Naja. Immer geradeaus. Genau. Nein, eigentlich nicht immer. Ich muss jetzt hier ab. Ja, ja, eben, aber Helga sagt geradeaus. Ja, weil ich auf der linken Spur ja schon bin. Ist ja total verwirrend. Ist ein Spurassistent. Super Spurassistent. Ist auch immer so toll, wenn das Navi sagt, bitte fahren Sie jetzt halb rechts. Ja, damit meint der nächste Spur. Aber die werden ja immer besser. Also das ist auch, dass es überhaupt ein Spur. Man muss ja immer, dass es überhaupt frei ist. Oh Gott. Ja, ja was? Hey, Pirelli F1, guck, der Partner. Der fährt auch Milch. Nein. In England schon. Dass es überhaupt alles frei ist, ja, das ist, früher hat so ein TomTom hat ja schon Geld gekostet. Ja, 100 Euro oder so. Ja, und dann hast du noch nicht mal ein Kartenupdate. Nee, leider nicht. Gab es die meisten Straßen einfach nicht. Ja. Oder sie haben ganz woanders hingeführt, also es war schon...
da kann man schon Google, ja. Ich fahre schon wieder in der anderen Richtung. Ich verstehe es nicht. Jetzt habe ich einen Schaden gemacht. Habe ich es nicht gesagt? Ah, guck mal, hier darf man nur 30 fahren. Laut meinem Schild, aber laut meinem Navi 48. Ja, 48, so ein Quatsch. Ja, im Birmingham. Birmingham. Sag ich doch, Birmingham. Burning Man. Burning Man. Das ist übrigens auch ein richtig cooles Festival. Wäre ich auch gern mal dabei. Kenne ich nicht. In der Wüste wird das da aufgebaut. Da werden Männer verbrannt. Nein, aber es wird wird so eine riesen Strohpuppe aufgestellt. Also doch ein Mann. Die, ja, sonst wird es ja nicht Burning Man heißen, oder? Ja, und weil, vielleicht wird es jetzt gegendert und jetzt stehen da ein Mann Burning und eine divers. Frau. Burning Divers wäre auch lustig. Ja, keine Ahnung. Oder Stroh in verschiedenen Farben, ich weiß nicht. Das wird total schrecklich. Auf jeden Fall wird eben diese Statue oder Puppe oder wie auch immer am Ende dann verbrannt. Und das Coole ist, ja, also ja nicht Burning Man, so habe ich es auf jeden Fall gehört, ja genau, dass die Leute, also die Veranstalter, die laufen dann tatsächlich nach dem Festival alles ab und da bleibt kein kleines Fitzelchen Müll irgendwo liegen, also die sind sehr darauf bedacht, dass es sehr sauber dann auch wieder ist, wenn sie gehen. Also wenn ich so rausgucke, cool. Also auf die Straße, jetzt nicht in unseren Hof, das ist auch sehr sauber. Ja. Ja. Sollte normal sein, sowas, dass man auch den Müll wieder aufhebt. Naja, ich weiß nicht. Okay, ja, und was hast du denn das für einen Hintergrund? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach, du weißt nicht, warum die da... Nee. Biege nach rechts. Die Party machen, nein, ich weiß es leider Party? Nicht. Party? Ja, wie jetzt? Ich könnte mich, also es ist wie so ein Festival halt. Ich könnte mich ja mal informieren, wenn ich wieder mitfahren darf. Ja, das sagst du jedes Mal. Sag ich immer, ja. Was hatten wir noch für ein Thema, wo ich mich informieren wollte? Ganz viele. Was denn? Eine Million. Das kann ich nicht sagen. Ich habe auch so viel, über was ich reden will. Ja. Und dann fällt dir nichts ein. Das manchmal, also läuft manchmal, manchmal läuft es halt nicht. Also bei mir läuft vor allem die Milch. Oh, guck mal, du bist Level 4, immer noch Neuling. Ja, wann ist man denn kein Neuling mehr? Wenn man kein Neuling mehr ist. Wow, danke für diese präzise Ausführung. Ich könnte mich ja informieren, tue es aber nicht, weil wir werden es sowieso irgendwann erlegen. Und ich will ja nicht spoilern. Ja, genau. Es soll ja spannend bleiben. Ja, eben, muss ja spannend bleiben. Wer weiß, was da noch alles so kommt. So krass, das Spiel, echt. Flasht mich total. Also mich flasht es. Ja. Vor allem mein Gesicht. Ich liebe das Profilbild einfach. Da gibt es ganz viele neue, tolle Sachen. Guck ja, mal. Wahnsinn, aber kaufst jetzt nichts, oder? Nee, ich kann mir das ja noch nicht leisten, weil ich möchte ja eigentlich... Noch einen Truck. Ja, ich brauche noch einen Truck und ich brauche noch einen Fahrer, weil meine Werkstatt, ja, ich habe jetzt hier einen Kredit von 400.000 aufgenommen. Mhm. Eigentlich könnte ich mir noch einen Truck kaufen. Aber mach's nicht. Nee, soll ja spannend bleiben. Und, genau, und dann habe ich hier den Manuel, habe ich ja. Der und der, da wollte ich erstmal gucken, ob der überhaupt Geld verdient. Und wenn der nämlich Geld, ja ein bisschen, und guck mal, 1,33. Was fährt der rum, weiß man das? Nee, jetzt gerade, glaube ich, fährt er gar nicht. Traktoren, doch, Leipzig, Klaas. Nach Stuttgart. Achso, nach der Stuttgart. Der fährt nach Stuttgart von Leipzig. Ah, okay. 7 Stunden. Ja. Genau, und dann, da habe ich ja noch einen freien Platz mit meiner kleinen Werkstatt aktuell. Mhm. Aber wie man auch hier sieht, oben die Auslastung ist jetzt nicht gerade super. Das heißt, die muss erstmal besser werden. Okay. Und dann kommt hier noch ein LKW und ein neuer Fahrer oder Fahrerin, je nachdem. Fahrer. Oder divers, keine Ahnung, wie man das denn weiß. Gibt es wahrscheinlich in der Version noch nicht. Fahrerinnen, wie man das nennt. Was weiß ich. Genau, und ja. Ja. Das war's. Ja. Und ich, ja, hier habe ich, will ich eigentlich, ja. Ich weiß selbst nicht, was ich hier eigentlich. Du klickst jetzt einfach noch rum und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Also, ich wollte ja eigentlich nur schauen, was man da so machen kann. Ich würde ja gerne. Wir haben noch 3 Sekunden. Ich würde dann. Nee, achso, okay, tschüss. Ciao.